zum Ernst des Mädchens. Dann beginnt alles. Der Luftfeuchtigkeit hat sich in der Geschwindigkeit aufgebaut. In dem steht ein aufwühlender Planet, der unseren erfüllt. Auf den abglühenden Steinen fahren sich die Vorfahren unserer heutigen Kontinente, umflossen von einem Urmeer. Und dann das Wunder. Leben entsteht im Wasser. Erst Einzeller, die sich zu immer komplexeren Lebewesen entwickeln. Das Leben schafft den Sprung an Land. Der Urzeitkontinent Gondwana entsteht. Gondwana wird zum grünen Kontinent, dessen Herrscher die Dinosaurier sind. Die Dinosaurier starben vor 65 Millionen Jahren aus. Die versteinerten Knochen der Rippenarten findet man heute auf verschiedenen Kontinenten als einen Beweis dafür, dass Gondwana einst existiert hat. Im Fortgehen der Schule der Elemente veränderten sich die Umweltbedingungen auf den neuen Kontinenten. Tier- und Pflanzenarten passten sich diesen Gegebenheiten an und entwickelten sich zu neuen Formen. Nur wenige Arten blieben seit Millionen von Jahren in ihrer Grundform fast unverändert. Unsere heutigen Regenwälder sind ein Erbe dieser Artenvielfalt. Doch der Mensch bedroht dieses Erbe. Durch Flächennutzung, Raubbau und Umweltgifte. Nur wir gemeinsam können diesen faszinierenden Lebensraum verstehen, achten und schützen. Begleiten Sie uns weiter auf unserer Entdeckungsreise durch den wilden Wald. Lernen Sie einige Arten der vielfältigen Flora und Fauna persönlich kennen. Thank you.
Käfer an. Der Käfermauer mit 2004 oder so, da haben die ja schon gebaut. Ja, das nächste, was wir jetzt bauen, ist 2015. Ja, Südamerika ist das. Wir sind ja in Mexiko, das ist jetzt schon mal ein Totenwelt, also haben wir mal einen Altflug gemacht. Wir sind ja richtig original, das sind ja die Tropischer Regenwald, ja? Wir sind ja schon mal ein Totenwelt. Wir sind nur in Mexiko geworden, das sind ja richtig, aber die sind da. Nee. Oh, guck mal die Kleine. Oh, die sehen ja süß aus. Oh, die sehen ja süß. Oh, die sehen ja süß. Oh, die sehen ja süß. Oh, Nee, da kam Wasser runter. Ach was? Was soll das denn? Die Türke oder die Kuchen. Ja, so ist es Gracias.
Und der Lotsen hätte mich schlafen können, von Ken. Wie ist er eigentlich hier? Aber die hat sich noch wachgehalten. Haben wir nicht viel Böde gegangen, wenn ich mal los war, dann hat es Thank you.